von den kompletten. Ja, die habe ich halt abgefangen. Wenn. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Die hätten auf jeden Fall sehr viel besser verteidigen können. Ich lasse sie mal frei, weil ich brauche das Geld. Haben wir Irgendwie noch trinke weitere ich viel zu Verbindungen? viel, weil ich schon wieder auf Klo muss. Okay, ich vernichte den mal komplett. Aber hier ist es ganz wichtig, auch wenn hier heißt, verbleibende Streitmächte 99%, dann bei solchen Sachen nie in aggressive Stellung gehen. Vor allen Dingen nicht, wenn man Kavallerie hat. Weil dann macht er nämlich sowas, dass er die Kavallerie, auch wenn sie fast tot ist, oder vor allen Dingen, wenn sie fast tot ist, schickt er sie einfach straight zu den Gegnern und die ganze Kavallerie stirbt dadurch. Also immer ausgeglichen, auch wenn es ganz so gar nicht ausgeglichen ist. Weil wir hätten es eigentlich mal schauen können, weil die spartanischen Hopliten sind ja schon rot. Es hätte jetzt gut sein können, dass die halt einfach sterben. Also bei dieser Schlacht jetzt wahrscheinlich nicht, aber da ist es meistens so, dass die Kavallerie einfach stirbt. Kann ich euch behilflich sein? Ja, wann kannst du endlich morden? Du kannst morden. Oh, ich liebe dich. Du bist aber schon 62. Verdammt. Aber ich hoffe, dass sie jetzt die töten kann. So, wir können jetzt Würdenträger ausheben. Steuersatz ist immer gut. Was kann die? Öffentliche Ordnung und 5% Chance auf Verwundung feindlicher Agenten. Das ist natürlich auch sexy. Ja. Steuersatz. Ich mache jetzt mal den Steuersatz, weil die zweite, die ich hätte machen können, also die mit gegnerische Typen töten, Agenten töten, das ist dann eine, die ich in eine Armee reintue. Und genau. Deshalb brauche ich ja momentan nicht. Momentan brauche ich eher das Geld. Schon wieder. Fanny, wie der Athener voll chillig daneben steht. Das. Dieses Mal hat er drei Pikiniere. Ja, ich will zwar nicht, aber ich muss. Ich muss es versuchen. Ich mach's jetzt aber anders. Oder? Spartanische Piken! Ich glaube schon. Und zwar stelle ich jetzt die hier hin. Weil dann geht er ganz chillig hier hin, kann es erobern. Das ist ja hier nicht so schlimm. Bei so kleinen Dingern. Ich frage mich eh, warum die das hier eingeführt haben, weil das ist total egal. Und dann greift er mich an. Und hier können die Steinschleuderer viel besser schießen als hier. Und hier ist trotzdem noch die Möglichkeit, dass ich quasi von der Seite dann den Kessel zumache. Nee, 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 bitte. Bitte, bitte. Da ist der General. Und der wird sich jetzt auch nochmal verstecken. Warte mal, kann ich das nicht ein bisschen besser machen? Häuser. Ein bisschen besser ist das. Spartaner! Hast du Fehler?
Wie ihr befehlt. Piken bereit. Okay, dann ist es hier ein bisschen dünner. Das ist eigentlich nicht gut. Weil hier kommt eigentlich... Zu Befehl. Eure Befehle. Und hier kommen eigentlich die meisten. So. General. Warte, dann verstecke ich mich mal hier. Und let's go. Hier bitte auch Phalanx. So, dann schauen wir mal. Der Hingabezweig ist übrigens ganz gut für Generäle. Weil die Fähigkeiten am Ende gibt ihr dann plus 3 bei jeder Fraktion. Ja, Hingabe ist ziemlich gut auch, ja. Aber für den Anfang nehme ich am liebsten den Kommandanten. Weil der für die Aushebung der Truppen eigentlich am besten ist. Das nervt mich gerade, dass der meine heißgeliebten Truppen hier gerade auseinander nimmt. Weil das da sind die wichtigsten Truppen. Das da ist extrem kacke gerade. Das ist super gefährlich. Okay, nächstes Mal stelle ich mich wieder dahin. Wir erwarten eure Befehle. Das ist jetzt gefährlich. Zweimal die da. Was macht ihr denn? Die Kavallerie benutze ich auch, um da hinzugehen. Ich werde mit der Kavallerie natürlich davor absteigen. Aber so Pferde sind ja auch unser General wird angegriffen. Sehr praktisch zum Laufen. Zu euren Diensten. Piken Infanterie zu euren Diensten. Geschoss Infanterie bereit. Das ist gerade ziemlich cool. Abgesehen davon, was er gerade mit meinem General macht. Aber dadurch, dass er jetzt hier hingeht, bitte absetzen. So, hier kommen die ganzen Pikiniere hin. Wieso da? Das ist mal komisch. Wieso lässt er seinen General so im Stich? Da hat er natürlich jetzt einen mega Vorteil.
habe ich wieder ein bisschen mehr Vorteil. Bereit zum Einsatz! Seriöckische Pikiniere! Kommandant, wie Ihr Befehl bereit. Zum Einsatz! Bereit! Zu Befehl! Zu euren Diensten! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Gut, dann stelle ich mich mal hier so auf, in der Hoffnung, dass er komplett hier auf den General geht. Und dann kann ich mit denen die ganze Zeit auf den schießen. Ja, bitte schneller. Warte, ich dachte gerade, willst du den jetzt wirklich nicht angreifen? So, hier muss ich mich jetzt beeilen, damit ich die da besser unterstützen kann. Und du kannst hier so schön in den Rücken ballern. Kommt drauf an, was die jetzt machen. Okay, so dumm ist der dann doch nicht leider. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Zu Befehl! Sparta! Zu Befehl! Bereit! Verstanden eure Befehle? Schneidet sie in Stücke! Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Nein. Zu Befehl! Schnelle Reiter zu euren Diensten! Der hält diese eine Axtkämpfer-Einheit hält natürlich wieder alles auf. Oh, der hat sich umgedreht. Ach, und du willst nicht angreifen. Okay. Mach mal schneller hier. Ich hab dich gerade da weggeschickt. Kannst du dich noch erinnern? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Also so eine Doppellinie ist halt richtig, richtig gemein. Aber ich habe eine ganz gute Lösung dazu. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Spartanische Piken! Ja, verdammt. Er hat halt geschafft, hier meine Pikiniere zu zwingen. Steinschleuderer! Seriöckische Hopiten! Zu Befehl! Spartanische Piken! Okay, aber die einen Pikniere schaffen es wahrscheinlich. Steinschleuderer! Pikniere erwarten eure Befehle! Schneidet sie in Stücke! Zu eurem Dienst! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff. Ist eigentlich schon echt lustig, weil wir kämpfen die ganze Zeit und an sich haben wir echt nichts erreicht. An sich haben wir echt nichts erreicht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ich geh mal weg. Ah, gut. Jetzt kommt endlich die Kavallerie durch. Beziehungsweise die Reiter ohne Pferde. So. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Die müssen die nur noch ein bisschen aufhalten, bis ich die Peltasten aufgehalten habe. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Warte, hier muss ich jetzt... ich krieg die ganze Zeit dich an. Okay, du musst dich jetzt zurückziehen und dich neu formieren.
spartanische Piken! An die Waffen! Sparta! Gut, also die Piken sind schon mal weg. Die wissen gerade nicht, was sie tun sollen. Ah, jetzt habe ich sie. Okay, der da flieht jetzt. Der da ist jetzt auch ziemlich gebrochen. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Durchbrecht die Linie! Also die Söldnerpeiltasten, die retten ihm gerade wirklich seinen Hintern. Weil die sind richtig, richtig gut. So, ich warte kurz, bis er sich umdreht. Sehr schön. So. Die habe ich jetzt hoffentlich auch, ja. Wieder ein bisschen weg. Und jetzt rein. So, jetzt habe ich. So. Alter, Larissa. Junge, du bist eine Stadt, die ich echt nicht mehr. Um die ich nicht mehr kämpfen will. So, Raik, was hast du denn geschrieben? Eigentlich gewinnst du ja das. Genau, das habe ich gelesen. Das Gesetz in Dänemark besagt, dass man, bevor man mit dem Auto fährt, gucken muss, ob Kinder darunter liegen. Okay. Eigentlich echt lustig. Beziehungsweise ziemlich makaber, wenn man dran denkt, was alles passieren musste, bevor sie so ein Gesetz verabschieden. So. Wobei ich muss zugeben, ich verweigere das. Ich bin auch sehr häufig unter ein Auto gekrabbelt. Damals. Vor Jahrhunderten. So, warte. Ja, nee, ich bleib noch hier. Du machst das da. Hier werde ich jetzt mal ein paar Einheiten holen. Weil ich habe jetzt ja ein bisschen Geld wieder. Warte, mit der habe ich schon was gemacht, das ist blöd. Ich hätte gerne hier noch ein bisschen gescoutet, bevor jetzt der nächste kommt. Krass, ist es schon gleich wieder 6? Wie gesagt, also wir sind gleich fertig und wir haben nicht wirklich was erreicht. Aber ich glaube, das war abzusehen. Also der Anfang der Kampagne, egal ob jetzt mit der Challenge oder ohne, ist sehr, sehr zeitaufwendig. Also es braucht auf jeden Fall ein bisschen, bis man wirklich was erreicht. So, aber damit haben wir ja schon mal was Großes erreicht. Wo ist der Athena hin? Warte mal, habe ich verpasst, dass Athen mit mir nicht mehr Best Buddies ist? Ich heiße euch willkommen. Handelsabkommen, nicht Angriffspakt. Und alle Götter, ja, okay. Treffen mit einem. Okay, warte mal, wie sehr magst du mich? Ja, nicht ganz so. Was ist es, dass euer nobles Volk von uns wünscht? Schutzbündnis? Moderat. Es tut mir leid. Stimme ich eurem Vorschlag zu, wäre mir der Zorn der Götter und meines Volkes gewiss. Ich gebe ihnen 500. Okay, dann. Ich kann eure Bedingungen. Ich heiße euch willkommen. Mögen Zeus und alle Götter unser Treffen mit einem Lächeln bedenken, damit wir alle profitieren. Schutzbündnis. Oh, cool, okay. Damit habe ich mir schon mal einen festen Bündnispartner gesichert. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Gut, Adeyeye ist auch feindlich gesinnt und hat sehr viel Stuff.
Okay, hier brauche ich jetzt eigentlich... Ich weiß gerade nicht, weil an sich zwei Kasernen brauche ich eigentlich nicht in einer Provinz. Aber ich weiß ja nicht, ob der nochmal hier Angriffs-Action macht und die Kaserne gibt schon ziemlich gute... Garnison. Hier baue ich mal die Kaserne aus. Hier nicht. Ich muss hier auch aufpassen auf Adeyeye. Eine Backe. Und genau, hier muss ich dann auch aufpassen. Gut. Aber ich würde sagen, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Ich spreche schon wie ein Let's Player. nee, und zwar machen wir den Rest. Machen wir dann nächstes Mal. Beim nächsten Stream.